Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Heute mit einer Sonderausgabe. Womit soll ich anfangen? Also, ihr habt vielleicht schon gesehen, dass seit gestern Nacht eigentlich, oder eigentlich schon seit vorgestern, alle möglichen Kurse, 29 der Top 30, wurden komplett gecrashed. Alle Kurse sind über 20% gefallen, teilweise 30%. Einzig und allein Steam-Dollars hatten eine extreme Wachstumsrate. Ansonsten schaut es euch an. Alle komplette Minus. Woran liegt das? Ich habe jetzt lange im Internet geguckt und natürlich gibt es über die Coins noch nicht so viele Interna, aber was ich rausgefunden habe, ein virtuelles Blutbad, die Jagd auf die Kryptowährung geht weiter. Und zwar hat wohl irgendwie einmal, es gibt so einen Rhythmus, wo die Blockchain einfach mal verbessert wird und einfach mal ein Update auf die Bitcoin-Software gezogen wird, damit das Ganze einfach etwas besser funktioniert und die bekannten Fälle, die es da irgendwie gibt, dass die alle gelöst werden. Nur Problematik ist, dass irgendein Fremder sich wohl in diese Sicherheitssoftware irgendwie eingehackt hat und somit so eine Art Fork, also eine Gabel mit installiert hat in das Ganze. Und diese Fork ist schon einmal aufgetreten vor knapp einem Jahr bei Ether. Damals war es allerdings relativ schnell wieder behoben und der Schaden war minimal. Jetzt ist scheinbar das zweite Mal so eine Fork installiert worden. Also kurz gesagt ein Hack auf die Hauptwährung und das führt natürlich generell zu Unsicherheiten, wenn die Blockchain irgendwie angreifbar ist. Ja, ich weiß noch nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Wir behalten es mal im Auge, aber ihr seht schon, witzig ist ganz was anderes. Ja. Aber gut, hoffen wir mal, dass es hier in den nächsten Tagen fängt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das war's mit der Sondermeldung. Bis dann. Ciao.